Das berühmt-berüchtigte Stadiontor zum Kabinengang im Düsseldorfer Rheinstadion. Eigentlich der schnellste Weg zur Halbzeitbesprechung, dachten in der letzten Saison wohl auch Karl-Heinz Flipsen und Martin Dahlin. Tumultartige Szenen kurz nach der Halbzeit. Nur gut, dass der Mensch im Allgemeinen und der Gladbacher Bundesliga-Profi im Speziellen lernfähig sind. Zur Kabine die richtige Treppe runter, kurz nach der Halbzeit dieselbe Treppe wieder rauf. Na bitte, geht doch. Ohne Probleme fand übrigens auch Düsseldorfs neuer Sergei Juran seine neue Kabine im Rheinstadion. Der 27-jährige Ukrainer, vom englischen Drittligisten FC Millwall ausgeliehen, antrittsschnell, beweglich, kampfstark. Und auch austeilen kann er ganz schön. Insgesamt absolvierte Juran 29 Länderspiele, gehörte bei der EM 92 und der WM 94 zur russischen Nationalmannschaft. Eine echte Verstärkung für die Fortuna. Aus der Führungskamera Jurans erste Chance nach 12 Minuten. Das ist ein ganz wichtiger Spieler, man kann ihn anspielen, er kann den Ball halten, kann auch die anderen Spieler einsetzen. Also da haben wir wirklich einen guten Griff mitgetätigt. Düsseldorf ohne 5. Lava, Strasic, Winkold, Pasic und Fach verletzt. Gute Raumaufteilung und Schwung aus dem Stuttgart-Spiel. Thomas Seligers Flankenversuch, der zum Torschuss wird. Nur 6 Minuten später diese Situation. Schneider gegen Düsseldorfs Mehlhorn. Elfmeter, sagte Schiedsrichter Merck. Ein Halten hatte er wohl gesehen. Die Zeitlupe beweist aber, dass beide Spieler innig aneinander festhalten. Schneider jedoch dann Mehlhorn doch von den Beinen holt und nicht den Ball spielt. Richtige Entscheidung also. 18. Minute, Carlo Werner verlädt Uwe Kamps. Düsseldorf 1:0 vorne. Gladbach danach bemüht, aber ohne zwingende Torchancen. Effenberg mit einer guten Partie auf Juskowiak und der zieht voll gegen Georg Koch durch. Sollte man denken bei diesen Bildern, die Zeitlupe zeigt jedoch, dass Juskowiak den Ball und rein gar nichts anderes berührt. Eine unsportliche, schauspielerische Einlage von Georg Koch, die Juskowiak mit der gelben Karte bezahlen muss. Kurz nach Spielende kein Kommentar von Koch, auch besser so. Seine einzige Aussage, Achtung, immer noch Kopfschmerzen. Die bekam übrigens auch Gladbachs Trainer Bernd Kraus in der zweiten Halbzeit. Nicht weniger als 10-mal Pettersen und Co. im Abseits. Einfach keine Abstimmung im Sturm. Die zweite Halbzeit und die Einschätzung von Düsseldorfs Sportbeauftragten Frank Mill. Nein, trotz aller Bemühungen von Bernd Kraus, irgendwie war es nicht Gladbachs Tag heute. Die einzige hochkarätige Chance durch Nielsen kurz vor dem Abpfiff. Dortmund 5 Tore eingeschenkt, gegen Arsenal weitergekommen, aber heute lief einfach nicht zusammen. Immer noch ohne Tor auswärts, das ist unglaublich für so eine Mannschaft wie Gladbach. Ja, ist unglaublich, das stimmt. Eigentlich sind wir ja konterstark, aber wenn wir noch kein Tor haben auswärts, dann müssen wir uns mal einfallen lassen. Düsseldorf hat diesen Denkprozess hinter sich. Apropos gewinnen, viele Erkenntnisse konnte Monacos Spion nicht mitnehmen. Und Gladbach, naja, wenigstens die richtige Treppe gefunden. Und so wurde es für den Ordner am berüchtigten Tor doch noch ein ruhiger Nachmittag.